Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur letzten Ausgabe der Most Actives in dieser Handelswoche. Ja, was für eine Handelswoche, und sie scheint versöhnlich zu enden. Und das, obwohl wir gestern die US-Inflationsdaten gesehen hatten, die den Markt zwischenzeitlich ziemlich geschockt und auf Talfahrt geschickt hatten. Aber dieser Schock hat nicht lange angehalten. Gestern ist der DAX dann schon mit einem satten Plus aus dem Handel gegangen und heute setzt er seine Erholung weiter fort. Wir sind jetzt im Moment mit einem Plus von so rund 2% beim DAX unterwegs. Haben auch eine positive Eröffnung an der Wall Street erwartet, nachdem da einige Zahlen der Großbanken heute ziemlich gut vorbörslich angekommen sind. Also die Frage, die man sich am Markt natürlich am meisten stellt, wie viel von den schlechten Nachrichten und dem Thema hohe Inflation, nächste Zinsschritte, wie viel davon ist jetzt schon eingepreist? Und offensichtlich hat sich da mittlerweile eine etwas optimistischere Lesart breit gemacht. Also Berichtssaison kommt natürlich als Impulsgeber jetzt auch direkt noch dazu. Aber wir schauen jetzt am Freitagnachmittag erstmal auf die meistgehandelten Aktien heute beim Online-Broker flatex. Und wie immer starten wir diesen Blick mit dem Blick auf die Kaufseite. Und da haben wir heute flatex, DEGIRO, VW, Tesla, Vonovia und BASF. Bei VW gab es Absatzzahlen und die sind so ein bisschen so eine zweischneidige Sache, weil auf der einen Seite im September hat man wieder mehr Fahrzeuge ausgeliefert. Erholung in China und in Europa, da konnte man eben im September wieder zulegen bei den Absätzen. Im bisherigen Jahresverlauf, wenn man sich das aber year to date anschaut, ist das trotzdem aber noch eine schwache Geschichte. Genauer gesagt hat man eben im September 755.800 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind über 20% mehr als ein Jahr zuvor. Aber wenn man sich das Ganze jetzt eben im bisherigen Jahresverlauf anschaut, also von Januar bis September, dann kommt man so auf gut 6 Millionen Fahrzeuge. Und das sind etwas über 12% weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Also Licht und Schatten sehen wir aktuell gerade beim Thema Absatzzahlen bei VW. Und wir schauen weiter auf die Verkaufsseite an diesem Tag. Und da sehen wir die Deutsche Bank, außerdem BASF, die Commerzbank, THG Immobilien und flatex DEGIRO. Bei BASF haben wir in dieser Woche ja auch schon über die Zahlen gesprochen. Und jetzt formiert sich Gegenwehr, nicht gegen die Zahlen, sondern gegen die Sparpläne, die man da so hat. Also die Gegenwehr kommt von Seiten der Gewerkschaft, der Chemiegewerkschaft. Da hat man bei den geplanten Kosteneinsparungen des Branchenriesen eben hier Gegenwehr angekündigt, tiefe Einschnitte an den heimischen Standorten anzukündigen. Während Politik und Sozialpartner einen milliardenschweren Abwehrschirm aufspannen, ist nicht nur maximal Instinkt und respektlos, sondern wird auch auf unseren entschiedenen Widerstand treffen, so die Aussage der entsprechenden Gewerkschaft. Man hatte ja bei BASF im dritten Quartal wegen der Gaskrise und Abschreibungen auf die Mehrheitsbeteiligung an Wintershall Dea deutlich weniger verdient als ein Jahr zuvor. Das sagen die Kollegen vom Aktionär aktuell beim Thema BASF. Thorsten Küfner hat den Wert sich vorgenommen und sagt, bezüglich der Kosteneinsparungen beim Personal dürfte es da vermutlich noch einige Verhandlungsrunden geben. Sein Fazit am Schluss ist, mutige mit einem langen Arten können weiter auf eine Erholung der über Monate gebeutelten Aktie setzen, aber eben, er sagt, mutige, und der Stopkurs, der sollte bei 34 Euro belassen werden. So, und wir schauen jetzt am Schluss noch auf die Aktie der Commerzbank. Banken, die haben ja eher davon profitiert, dass man jetzt eben doch davon ausgeht, geht noch weiter mit den ordentlichen Zinssteigerungen, also Zinsfantasie für Aktien. Eine positive Nachricht. Was ist da gerade bei der Commerzbank los? Da hat sich der Kollege Tim Temp aus der Redaktion mal die Charttechnik angeschaut. Die hat sich jetzt nämlich zuletzt wieder aufgehellt. Am gestrigen Donnerstag haben die Bullen einen Gegenangriff gestartet, schreibt er. Und die Aktie ist mit einem Tagesplus von über 4%, 4,75% aus dem Handel gegangen. Ein starkes Zeichen. Er sagt, es sollte eigentlich weitere Käufer anziehen. Und wenn der heutige Handelstag über dem Widerstand bei 7,67 schließen wird, dann wird ein technisches Kaufsignal ausgelöst. Im Anschluss steht dann die Widerstandszone im Bereich zwischen 8,36 bis 8,56 Euro im Fokus. Sein Fazit, die Commerzbank-Aktie zeigt sich in den vergangenen Wochen relativ robust und setzt mit dem Ausbruch jetzt die Erholung fort. Investierte Anleger halten an der Position fest und beachten den Stop bei 5,50 Euro. Soweit der Ausflug jetzt am Schluss noch in die Charttechnik. Das war unser Ausflug in die Most Actives des heutigen Handelstages. Das heißt, es ist Freitag, das heißt, morgen gibt es natürlich keine, aber nächste Woche können Sie wieder die Most Actives hier bei uns schauen zur gleichen Zeit. Bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt aber erstmal ein wunderschönes Wochenende. Passen Sie auf sich auf, machen Sie es gut.